Hallo zusammen. Nach tagelangem Dauerregen scheint heute endlich die Sonne. Und ich habe mich mit meinem Frühstück nach draußen gesetzt. Das mache ich allerdings auch, wenn es kalt und regnerisch ist, dann allerdings in Tücher gewickelt. Und habe in Marys Buch What Mary Says gelesen. Und auf Seite 11 habe ich ein wirklich schönes Zitat von Mary gefunden. Also die sind alle schön, aber das hat mich einfach heute so angesprochen. Wir sind hier, um weltliche Weisheit zu verlernen. Ja, die weltliche Weisheit spricht mich im Moment auch wirklich nicht so sonderlich an und ich bin immer mehr damit beschäftigt, Innenschau zu betreiben. Und ihr wisst ja auch, dass SES 2 den Namen die Weisheit trägt, aber SES 2 haben wir erst kürzlich geströmt und darum plädiere ich dafür, dass wir heute zusammen SES 20 strömen. SES 20 trägt den Namen Erinnern und es hilft uns, uns daran zu erinnern, woher wir kommen, wohin wir gehen und wer wir sind. Unsere Weisheit zu erkennen. Was ich an all den Büchern von Mary wirklich so wunderbar finde, ist, dass das alles so rund ist. Schaut mal, dieses Zitat steht auf Seite 11. 1 und 1 ist 2. Ja, SES 2, die Weisheit, die 20 ist auch eine 2. 2 und 0 ist 2. Ja, ich finde das einfach herrlich. Ich kann mich da total dran erfreuen. Viele von euch haben vielleicht nicht so den Bezug zu Zahlen, weil Mathematik in der Schule meistens problembehaftet war. Ja, war bei mir nicht anders. Ich habe auch die ein oder andere 5 nach Hause gebracht. Nichtsdestotrotz finde ich Zahlen einfach faszinierend. Und zwar weniger eben die Quantität, also die Menge, die sie ausdrücken, sondern halt die Qualität. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum ich das Shinjutsu so liebe. Die Bedeutung der Zahlen in Verbindung mit diesen wunderbaren Namen, die die Schlösser tragen. Ja, ich finde es genial. Okay, ich möchte heute also gerne SES 20 mit euch strömen, als Strömquickie. Und wir finden SES 20 etwas oberhalb der Stirn. Ihr könnt einfach eine Hand auf beide Schlösser legen oder ihr strömt das rechte Schloss mit der linken Hand, das linke mit der rechten. Macht es wie immer so, dass es sich für euch gut anfühlt. Also, dann strömen wir doch zusammen für das Erinnern an unsere Weisheit und machen 9 bewusste Atemzüge, lassen die Schultern fallen, vergessen das Lächeln nicht, lassen den Kopf fallen und atmen 9-mal ganz bewusst aus. Ich vertiefe die Verbindung mit meiner Weisheit und entdecke die einzigartigen Wege, auf der sie zu mir spricht. Ich bin offen für die Führung und Klarheit meiner inneren Weisheit. Mein Körper ist ein kraftvoller Bote und ich lausche aufmerksam auf die Zeichen und Hinweise, die er mir gibt. Ich öffne mich dafür, neue Möglichkeiten zu sehen, die mit meiner inneren Führung übereinstimmen. Ich bin mit allem verbunden und fühle die Weisheit des gesamten Lebens in meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist. An dieser Stelle mein Dank an Bettina, die immer so wunderbar die Audios einspricht, und mein Dank an euch, dass ihr so fleißig unsere Videos hört. Ja, ich teile einfach total gerne. Bei dem Vagus-Video habe ich ja so halb spaßeshalber gesagt, dass ich der Erklärbär bin. Ich bin in diesem Jahr seit 25 Jahren Heilpraktikerin und ich unterrichte auch seit 25 Jahren.
An den Paracelsus-Heilpraktikerschulen, ganz am Anfang, an der Thalamus-Heilpraktikerschule, bei einigen VHS. Und jetzt teile ich mein Wissen mit euch und mich macht das wirklich glücklich. Und es ist natürlich schön, dass auch die Resonanz bei euch da ist. Ja, also, dann wünsche ich euch einen herrlichen Tag. Vergesst die restlichen 27 Atemzüge nicht und lasst es euch gut gehen.